Ja, hallo zusammen. Hallo. Wir sind in Esens an der Nordsee und wollen jetzt eine schöne Runde machen. Heute ist Karfreitag. Wollen einmal zum Deich fahren nach Neuhallingersiel. Ja, und dann so eine schöne 50-Kilometer-Runde an der Nordsee entlang. Jetzt haben wir uns die Hauben wieder aufgesetzt. Es ist nämlich doch noch ein bisschen kalt hier. Ja, Schnupfen habe ich auch, beziehungsweise Heuschnupfen. Wir waren erst am Überlegen, ob wir heute Morgen überhaupt losfahren. Aber das Wetter ist wirklich top. Ja, strahlend blauer Himmel. Ja, und dann wollen wir mal sehen, was uns dann gleich so erwartet. So, endlich Rückenwind hier. Jetzt noch 4 Kilometer bis nach Neuhallingersiel. Und dann geht es nachher über den Deich. Ja, alles schön flach hier, aber noch ein bisschen frisch und windig. Ja, jetzt sind wir an der Seeriner Mühle. Ja, das sind doch einmal schicke Ferienhäuser mit eigenem Bootssteg, Terrasse und Wasserzugang. Nicht so ganz unsere Preisklasse, ne? Nicht ganz. Nicht ganz, ne. Ja, arbeiten wir dran? Ne, weiß ich nicht. Und lieber Radreise machen. Ganz schön was los hier am Strand, ne? Echt voll. Mir ist das eigentlich viel zu voll. Zu voll, ja. Karfreitag. Guck dir das mal an, die Leute. Das ist schon heftig, ne? Ja. Und der Campingplatz da drüben, der ist aber auch gut besucht. Ziemlich voll. So, und weiter geht's. Ein paar Kilometer hier am Deich entlang. Und sogar mit Rückenwind. Da macht schon Spaß. Ja, der Weg ist natürlich schon ein bisschen eintönig hier. Und schräg.
Ne? Erstmal eine Pause machen. Waffeln. Oh. Wir sind ein bisschen hart. Hart? Und sehr. Aber mit Schokolade. Boah, ist das windig. Und ganz schön kalt an den Ohren, ne? Wenn man so sitzt, aber wenn du fährst, finde ich geht. Wenn du fährst, geht. Du hast auch Rückenwind jetzt die ganze Zeit, Gott sei Dank. Und in den Park. Schmeckt, ne? Ja. Obwohl, bislang eine schöne Tour, ne? Sehr schön. Nur hier am Deich, bisschen eintönig. Und die hier alle, die machen alle Urlaub auf den Inseln. Man muss sein Auto hier abstellen, weil viele Inseln autofrei sind. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Und hier geht die Fähre nach Langeoog. Autofreie Insel. Und hier muss man überall parken. Jetzt sind wir in Doromersiel angekommen und hier wieder einer der großen Campingplätze. Und wir fahren da wieder da hinten lang. Und wieder Gegenwind, noch 13 Kilometer bis nach Esens und Schnur geradeaus. Puh. Geschafft. 50 Kilometer. Die letzten 12 haben mir den Rest gegeben. Nur Gegenwind und nur Schnur geradeaus und keine Abwechslung und überhaupt. Das war so anstrengend. Leid. Nee. Ja, so im Großen und Ganzen wenig Abwechslung. Ne? So am Deich ziehen wir die Niederlande vor. Ne? Das also ist schöner. Ich glaube, wir hatten mehr erwartet. Mehr erwartet. Wir haben mehr erwartet. Abwechslungsreicher, ja. Und auch am Wasser. Ja. Hinterm Deich, das ist alles ja, betoniert, eintönig. Ja. Wir kennen das irgendwie ein bisschen anders. Ne? Ja. Naja, jetzt machen wir uns wieder auf den Weg. Ja. Haben 200 Kilometer, fahren wir jetzt bis nach Hause. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.